Kapitel 22, Abschnitt 7. Die Freiheit und der Heilige Geist. Wollt ihr die Freiheit des Körpers oder die des Geistes? Denn beides könnt ihr nicht haben. Welche ist für euch von Wert? Welche ist euer Ziel? Denn eine seht ihr als das Mittel, die andere als den Zweck an. Und eine muss der anderen dienen, zu deren Vorherrschaft führen und ihre Wichtigkeit vermehren, indem sie ihre eigene vermindert. Mittel dienen dem Zweck, und wenn der Zweck erreicht ist, verändert sich der Wert der Mittel und wird völlig hinfällig, sobald begriffen wird, dass sie keinerlei Funktion mehr haben. Es gibt niemanden, der sich nicht nach Freiheit sehnte und versuchte, sie zu finden. Doch wird er sie dort suchen, wo er glaubt, dass sie sei und gefunden werden könne. Er wird den Geist oder den Körper ihrer für fähig halten und den jeweils anderen seiner Wahl als Mittel dienen lassen, um sie zu finden. Dort, wo Freiheit vom Körper gewählt worden ist, dort wird der Geist als Mittel eingesetzt, dessen Wert darin liegt, dass er sich Wege auszudenken fähig ist, um des Körpers Freiheit zu erlangen. Freiheit des Körpers hat indessen keine Bedeutung und somit ist der Geist dem Dienst an Illusionen hingegeben. Das ist eine so widersprüchliche und unmögliche Lage, dass jeder, der dies wählt, keine Ahnung davon hat, was wertvoll ist. Doch selbst in dieser Verwirrung noch, die so tief ist, dass sie sich nicht beschreiben lässt, wartet der Heilige Geist mit sanfter Geduld und das Ergebnis ist so gewiss, wie er der Liebe seines Schöpfers sicher ist. Er weiß, dass diese verrückte Entscheidung von einem getroffen wurde, der seinem Schöpfer so lieb ist, wie die Liebe sich selbst. Lasst euch keineswegs beunruhigen von Gedanken, wie er die Rolle von Mittel und Zweck so leicht verändern kann in dem, was Gott liebt und von dem er möchte, dass es ewig frei sei. Seid vielmehr dankbar, dass ihr das Mittel sein könnt, um seinem Zweck zu dienen. Das ist der einzige Dienst, der zur Freiheit führt. Um diesem Zweck zu dienen, muss der Körper als sündenlos gesehen werden, weil Sündenlosigkeit das Ziel ist. Der Mangel an Widerspruch macht den sachten Übergang vom Mittel zum Zweck so leicht, wie es der Wechsel von Hass zur Dankbarkeit vor Augen ist, die vergeben. Ihr werdet durch euch gegenseitig geheiligt sein und eure Körper nur benutzen, um den Sündenlosen zu dienen. Und ihr werdet unmöglich hassen können, was dem dient, das ihr heilen möchtet. Diese heilige Beziehung, lieblich in ihrer Unschuld, mächtig in ihrer Stärke und in einem Licht erstrahlend, das viel heller als die Sonne ist, die den Himmel, den ihr seht, erhellt, wurde von eurem Vater als ein Mittel für seinen eigenen Plan gewählt. Seid dankbar, dass sie eurem überhaupt nicht dient. Nichts, was ihr anvertraut wird, lässt sich missbrauchen und nichts, was ihr gegeben wird, wird nicht benutzt. Diese heilige Beziehung hat die Macht, jeden Schmerz zu heilen, ungeachtet seiner Form. Keiner von euch kann überhaupt alleine dienen. Nur in eurem gemeinsamen Willen liegt die Heilung. Denn hier ist eure Heilung und hier werdet ihr die Versöhnung akzeptieren. Und mit eurer Heilung ist die Sohnschaft geheilt, weil euer Wille verbunden ist. Vor einer heiligen Beziehung gibt es keine Sünde. Die Form des Irrtums wird nicht mehr gesehen
Und die Vernunft, verbunden mit der Liebe, schaut ruhig auf alle Verwirrung und stellt bloß fest, das war ein Fehler. Und dann berichtigt eben diese Versöhnung, die ihr in eurer Beziehung akzeptiert habt, den Irrtum und legt einen Teil des Himmels an dessen Stelle. Wie gesegnet seid ihr, der ihr zulasst, dass diese Gabe gegeben wird. Jeder Teil des Himmels, den ihr bringt, wird euch gegeben. Und jeder leere Platz im Himmel, den ihr wieder mit dem ewigen Licht erfüllt, das ihr bringt, leuchtet jetzt auf euch. Die Mittel der Sündenlosigkeit können Angst nicht kennen, weil sie nur Liebe mit sich tragen. Kinder des Friedens, das Licht ist zu euch gekommen. Das Licht, das ihr bringt, nehmt ihr nicht wahr, und dennoch werdet ihr euch daran erinnern. Wer kann sich selbst die Schau verweigern, die er anderen bringt? Und wer könnte umhin, eine Gabe wahrzunehmen, die er durch sich in den Himmel legen ließ? Der sanfte Dienst, den ihr dem Heiligen Geist gebt, ist ein Dienst an euch selbst. Ihr, der ihr jetzt sein Mittel seid, müsst alles lieben, was er liebt. Und was ihr bringt, ist eure Erinnerung an alles, was ewig ist. Nicht eine Spur von irgendetwas in der Zeit kann lang in einem Geist bleiben, der dem Zeitlosen dient. Und keine Illusion kann den Frieden einer Beziehung stören, die des Friedens Mittel wurde. Wenn ihr einander mit vollständiger Vergebung betrachtet habt, von der kein Irrtum ausgenommen ist und vor welcher nichts versteckt bleibt, welcher Fehler kann dann irgendwo noch sein, den ihr nicht übersehen könnt? Welche Form von Leiden könnte euch die Sicht versperren und euch daran hindern, über sie hinwegzusehen? Und welche Illusion könnte es geben, die ihr nicht als Fehler begreift, als einen Schatten, durch den ihr völlig unverzagt hindurchgeht? Gott möchte nicht, dass irgendetwas die behindert, deren Wille seiner ist. Und sie werden erkennen, dass ihr Wille seiner ist, weil sie seinem Willen dienen und ihm willig dienen. Und könnte denn die Erinnerung an das, was sie sind, lange hinausgezögert werden? Ihr werdet euren Wert durch die Augen des anderen sehen, und jeder wird befreit, wenn er seinen Erlöser sieht, statt des Angreifers, von dem er dachte, dass er dort sei. Durch diese Befreiung wird die Welt befreit. Das ist euer Teil beim Friedenbringen. Denn ihr habt gefragt, was eure Funktion hier ist, und habt Antwort bekommen. Sucht nicht, sie zu verändern oder durch ein anderes Ziel zu ersetzen. Dieses eine wurde euch gegeben und nur dieses. Nehmt dieses eine an und dient ihm willig, denn was der Heilige Geist mit den Gaben tut, welche ihr einander gebt, wem er sie schenkt und wo und wann, das liegt bei ihm. Er wird sie dort verleihen, wo sie empfangen werden und willkommen sind. Er wird jede von ihnen für den Frieden nutzen. Auch wird ein kleines Lächeln oder eine kleine Bereitwilligkeit, über den winzigsten Fehler hinwegzusehen, für niemanden verloren sein. Was kann es sonst sein, als ein universeller Segen, das anzuschauen, was euer Vater mit Erbarmen liebt? Ausdehnung der Vergebung ist die Funktion des Heiligen Geistes. Überlasst das ihm. Lasst eure Sorge nur sein, ihm das zu geben, was ausgedehnt werden kann. Bewahrt keine finsteren Geheimnisse, die er nicht nutzen kann, sondern bietet ihm die winzigen Gaben an, die ewig ausgedehnt werden können.
Er wird eine jede nehmen und daraus eine mächtige Kraft für den Frieden machen. Er wird ihr keinen Segen vorenthalten, noch sie irgendwie begrenzen. Er wird ihr die gesamte Macht beifügen, die Gott ihm gab, um jede kleine Liebesgabe zu einer Quelle der Heilung für jedermann zu machen. Jede kleine Gabe, die ihr dem anderen anbietet, erhellt die Welt. Kümmert euch nicht um die Dunkelheit, schaut von ihr weg und hin zueinander und lasst die Dunkelheit von ihm zerstreuen, der das Licht erkennt und der es sanft in jedes stille Lächeln des Glaubens und der Zuversicht legt, mit dem ihr einander segnet. Von eurem Lernen hängt das Wohl der Welt ab. Und es ist bloße Arroganz, die Macht eures Willens verleugnen möchte. Denkt ihr, der Wille Gottes sei machtlos? Ist das denn Demut? Ihr seht nicht, was dieser Glaube angerichtet hat. Ihr seht euch als verletzlich, gebrechlich und leicht zerstörbar und der Gnade unzähliger Angreifer ausgeliefert, die mächtiger sind als ihr. Wir wollen uns geradewegs ansehen, wie dieser Irrtum zustande kam, weil hier der schwere Anker begraben liegt, der die Angst vor Gott an ihrem Platz zu halten scheint, so unbeweglich und massiv wie ein Fels. Solange dieser bleibt, wird sie auch so erscheinen. Wer kann den Gottessohn angreifen, ohne seinen Vater anzugreifen? Und wie kann Gottes Sohn schwach und gebrechlich sein und leicht zerstörbar, außer sein Vater ist es? Ihr seht nicht, dass jede Sünde und jede Verurteilung, die ihr wahrnehmt und rechtfertigt, ein Angriff auf euren Vater ist. Und deshalb sind sie nicht geschehen und könnten gar nicht wirklich sein. Ihr seht nicht, dass das euer Versuch ist, weil ihr denkt, der Vater und der Sohn seien getrennt. Und aufgrund von Angst müsst ihr denken, dass sie getrennt sind. Denn es scheint sicherer, einen anderen oder euch selbst anzugreifen, als den großen Schöpfer des Universums, dessen Macht ihr kennt. Wenn ihr eins wärt mit Gott und dieses Einssein erkennen würdet, würdet ihr erkennen, dass seine Macht die eure ist. Aber ihr werdet euch nicht daran erinnern, solange ihr glaubt, dass Angriff irgendwelcher Art etwas bedeutet. Er ist in keinerlei Form gerechtfertigt, weil er keine Bedeutung hat. Die einzige Weise, wie er gerechtfertigt sein könnte, wäre dann gegeben, wenn ihr voneinander getrennt wärt und alle getrennt von eurem Schöpfer wärt. Nur dann wäre es möglich, einen Teil der Schöpfung ohne das Ganze anzugreifen, den Sohn ohne den Vater und einen anderen ohne euch selbst anzugreifen oder aber euch selbst zu verletzen, ohne dass der andere Schmerz verspürt. Und diese Überzeugung wollt ihr. Doch worin liegt ihr Wert, außer im Verlangen, in Sicherheit angreifen zu können? Angriff ist weder sicher noch gefährlich. Er ist unmöglich. Und das ist so, weil das Universum eins ist. Ihr würdet euch nicht für den Angriff auf seine Wirklichkeit entscheiden, wenn es für den Angriff nicht unerlässlich wäre, es von seinem Macher abgetrennt zu sehen. So sieht es aus, als könnte die Liebe angreifen und furchterregend werden. Nur die können angreifen, die verschieden voneinander sind. Also zieht ihr den Schluss, ihr müsstet verschieden sein, weil ihr angreifen könnt. Der Heilige Geist jedoch erklärt das anders. Weil ihr nicht verschieden seid, könnt ihr nicht angreifen. Beide Standpunkte sind logische Schlüsse. Jeder könnte vertreten werden, aber niemals beide. Die einzige Frage, die zu beantworten ist, um zu entscheiden, welcher wahr sein muss, ist die, ob ihr verschieden seid.
Vom Standpunkt dessen aus, was ihr versteht, sieht es so aus, als wärt ihr es und könntet deswegen angreifen. Von beiden Alternativen scheint diese die natürlichere zu sein und mit eurer Erfahrung besser übereinzustimmen. Und deshalb ist es nötig, dass ihr andere Erfahrungen macht, die der Wahrheit besser entsprechen, um euch zu lehren, was natürlich und was wahr ist. Das ist die Funktion eurer heiligen Beziehung. Denn was der eine denkt, das wird der andere mit ihm erfahren. Was sonst kann das bedeuten, außer dass eure Geister eins sind? Betrachtet diese glückliche Tatsache nicht mit Angst und denkt nicht, sie erlege euch eine schwere Bürde auf. Denn wenn ihr sie mit Freuden angenommen habt, wird euch klar werden, dass eure Beziehung eine Widerspiegelung der Einheit des Schöpfers mit seinem Sohn ist. Unter liebenden Geistern gibt es keine Trennung. Und jeder Gedanke in dem einen bringt dem anderen Freude, weil sie dasselbe sind. Die Freude ist unbegrenzt, weil jeder leuchtende Gedanke der Liebe sein Dasein ausdehnt und mehr von sich erschafft. Und darin gibt es nirgends einen Unterschied, weil jeder Gedanke wie sie selber ist. Das Licht, das euch verbindet und sich mit euch verbindet, leuchtet durch das ganze Universum. Und weil es euch und sich mit euch verbindet, macht es euch eins mit eurem Schöpfer. Und in ihm ist die ganze Schöpfung verbunden. Würdet ihr bedauern, dass ihr nicht alleine Angst haben könnt, wenn eure Beziehung auch lehren kann, dass die Macht der Liebe da ist, die alle Angst unmöglich macht? Versucht nicht ein wenig Ego mit dieser Gabe zu behalten. Denn sie wurde euch gegeben, nicht um verschleiert, sondern um benutzt zu werden. Das, was euch lehrt, dass ihr euch nicht trennen könnt, leugnet das Ego. Lasst die Wahrheit entscheiden, ob ihr verschieden oder dasselbe seid, und lasst sie euch lehren, welches wahr ist.